Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom Objekt 416 und der Atomkrieg hat das Ganze eingeschickt. Vielen Dank, Atomkrieg. Das Objekt 416 auch eigentlich als Bratpfanne verschrieben, wenn man die Silhouette sieht. Glaube ich, muss ich nicht mehr erklären, warum. Haben wir das letzte Mal auf diesem Kanal vor fast 2 Jahren gesehen und das war auch das einzige Replay bisher überhaupt, das ich davon gezeigt habe. Also mehr als überfällig diese Skurrilität als Panzer wieder mal hier darzustellen. Jetzt schauen wir mal, was er hier für ein Match hat. Karelienkarte, Angriff und er ist hier laut hier. 10er, 9er, 8er Gefecht. Und jetzt schauen wir mal, was er hier imstande ist zu leisten. Denn eigentlich ist das so eine Runde, die jetzt nicht so sexy ist für ihn. Zum einen ist er als Angreifer natürlich ein bisschen aggressiver oder muss aggressiver sein als die Verteidigenden. Und natürlich hat er jetzt auch mit seinen 1200 Hitpointchen nicht allzu viel HP, die er hier einfach mal liegen lassen kann. Und da ist er auch schon offen. Da sollte er jetzt schnell sich verdünnisieren. Auf jeden Fall ein bisschen Spotting für den Bulldog bekommen. Den Jagdtiger jetzt vor sich. Ja, auch hier hat er ihn aufgeklärt. Das kann ihm sogar seitlich nochmal eine verpassen. Sehr gut. Der Jagdtiger muss da dementsprechend natürlich jetzt seine Position verändern. Rheinmetall bekommt da auch eine Aufmerksamkeit. Und jetzt denkt er sich da, aha, der Gegner, da komme ich in den Rücken. Oh, 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 Badget. Badget hat es schon mitbekommen und spitz bekommen, dass er hier ist. Also muss er auf jeden Fall hier ein bisschen. Oh ja, jetzt kommt die Badget auch noch in seine Richtung. Die will ihn jetzt auf jeden Fall haben und er ist jetzt gut daran bedient, wenn er jetzt hier ein bisschen das Weite sucht. So, Badget kommt jetzt an. Badget hat hier verschossen und rammt ihn auch noch. Ideal, so hat er nicht mal den Reload abwarten müssen. Die Badget hier jetzt sehr aggressiv gewesen und das war schon zu aggressiv. Wurde auch natürlich gut supportet von seinem Team, dass die Badget mit zu wenig KP dann überhaupt erst angekommen ist. Und jetzt kann er da weiter den Gegner ärgern und in den Rücken schießen. Au, aber auch da geht er wieder auf. Er hört aber nicht auf, da den Gegner zu ärgern. So, jetzt bekommt der Gegner da wirklich langsam von beiden Seiten Druck. Das ist natürlich jetzt hier für den 113er und den T10 nicht so wirklich schön, aber macht er hier perfekt. Wird hier von keinem Gegner jetzt großartig beachtet, beziehungsweise wenn jemand ihn beachtet, dann muss er so aggressiv für ihn gehen. Also eine tolle Stelle, die er sich da ausgeguckt hat. Oh, 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 ich wollte gerade sagen, Junge, der Jagdtiger, der hatte ich schon auf dem Zettel. Mach mal lieber weiter mit den beiden. Den gehst du eh schon gut auf den Sack. Die freuen sich. So, und jetzt vielleicht den 113er, den er hier final wegmachen kann. Geht aber jetzt auf. Jagdtiger, Ferdinand, beide natürlich noch hinter
den Hindernissen. Oh, jetzt will er den Jagdtiger. Auto-Aim. Ich wollte gerade sagen, geh fürs Kettenrad. Yo. Schau mal. Nee, Rap-Set hat er scheinbar keins am Start. Dementsprechend kann er ihn jetzt hier weiter belagern schon fast. Und der Ferdinand, der bleibt da stehen. Der macht erstmal gar nichts. Zack. Da kommt ja auch noch eine rein. Badget kommt jetzt auch rum. Und hier jetzt noch hinterhalb der Skorpion. Der ist aber ein bisschen zu niedrig. Auf den kommt er gerade so nicht drauf. Aber mittlerweile schon 4200 Schaden und erst einen Kill. Also Damage läuft super. Killsmäßig. Da hat er noch ein bisschen Bedarf. So, der Badger. Gut, auch hier mit dem Rücken zu ihm stehen. Badger muss da sich jetzt dementsprechend umorientieren. Aber so schnell, wie er da den Damage reinbekommen hat, kann der gar nichts mehr machen. Da ist er schon platt. Welche Aufgabe hat er eigentlich? Beschädigen Sie mittlere Panzer 5-mal, verursachen Sie 700 mittleren Panzern. Also bis dato hat er auf jeden Fall da schon sehr viel dazu getan, um eigentlich fast jede Mission zu knacken. So, Badget, mit der er jetzt hier ein Platoon gebildet hat. Geht jetzt hier auch auf den IS-3 drauf. Der Udes Kamikaze rammt er da rein. Ja, und jetzt sollte das Thema erledigt sein. Zack, weg mit dem IS-3. Und last but not least war noch der Bulldog da hinten am Leben. Aber das Thema ist schon durch. Der hat in der Runde 5339 Damage gemacht. 3502 unterstützt. 9 Fahrzeuge beschädigt und 2 zerstört. 1761 Erfahrung. Ich glaube, das war eine sehr sehenswerte Runde mit einem sehr seltenen Panzer. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Ikramba.